So, jetzt grüße ich euch total und recht herzlich, die lachenden Gesichter da hinten, ihr seht ja die weltberühmten. So, jetzt habe ich Zeit für euch. Ich habe ja hier nur wieder Ansatzvideos, die ich dann unterbrechen muss, wenn der Kunde erscheint. So, ich habe den Anwälten, ich habe also mehrere, also wen haben wir denn? Wen haben wir denn da? Schauen wir mal. Okay, die kritischen. Und deswegen schreibe ich denen jetzt mal Polizisten, Staatsanwälte, Anwälte und Ärzte in deren Vereine. Ja? Anwälte für Aufklärung, Ärzte für Aufklärung, Polizisten für Aufklärung und Richter für Aufklärung. Es geht um das Patientenrecht, mal näher betrachtet. So, ich habe natürlich, weil wir Weihnachten haben, versuche ich natürlich etwas freundlicher zu wirken. Hier Anwälte für Aufklärung, das ist ein Verein. Was wäre, wenn der echte Weihnachtsmann vom Nordpol ihn hier geschrieben hätte, was natürlich nie der Fall sein wird. Aber wegen ihrer öffentlichen Präsenz tun wir mal so, denn Weinen in der Nacht kann man als Christmas des elektronischen Zeit nun bezeichnen. Weinen in der Nacht ist Weihnachten. So, ich liebe Weihnachten an sich schon im September mit der Firma Schley, weil die immer Weihnachten toll aufbauen in ihren Filialen. Das macht richtig Spaß, darin zu verweilen. Es war halt so. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Anwälte, Staatsanwälte, Richter einfach mal anzuschreiben, natürlich so, dass sie nicht gelangweilt, sondern dass sie an alle, dem dieses angedacht zum Zweck des Lesens. Diese Textur ist entstanden durch digitalische Langzeitanalyse aus sachdienliche Hinweise aus der täglichen Kundenanalogie aller Personen, die in diesen bewegten Texturen ihre eigenen Absätze involviert wurden oder sind. Wichtig der Ansatz, diese Textur zu dem zu machen, was diese Textur angedacht ist und so weiter und so fort. Da ihr jetzt Allround seid, das heißt ihr seid Normalbürger, die Klientel, mit der ich zwischendurch zu tun, denen ich das hier zukommen lassen werde. Ich werde noch an der Textur feilen. Das ist nämlich das Schöne an der Welt digital. Du hast, sagen wir mal, einen Furz im Hirn und diesen Furz lässt raus. Und dann bist du halt mit dir allein. Ja, du fängst an zu lachen etc. pp. Das war in der Welt Analogie. So, wenn diesen Furz im Hirn du raushaust jetzt digital, kann jeder diesen Furz erleben, wenn ich das mal so sagen darf. Die Welt ist online, das heißt also jeder kann mitlesen, jeder kann weiter und so weiter und so fort. Problem ist halt, die Welt ist online und keiner weiß wirklich tatsächlich, wie die Welt online halt funktioniert. Ist so, bleibt so, kann man nicht ändern. Ich hatte heute noch einige Zwiegespräche hier, ob wir nicht eine Änderung durchziehen, eine Änderung vollziehen und auf den Weg bringen. Natürlich muss ich auch sparen, weil ich viel zu günstig bin. Ja, ich meine, ich verschenke das hier auch. Dann ist ja nicht gerade günstig, so viele Seiten auszudrucken. Ja, so, ich weiß ja nicht, wie die Kapitalmafia da unterwegs ist. Ne? Die Knotenpunkte und das alles. So, wenn wir... Ach ja, das ist eine tolle Geschichte hier. So, die Reichsten, jetzt die Reichsten, 21 ist Jeff Bezos mit 197,3, im Moment hat er 201 Milliarden. Arnaud, Frankreich, Bernard Arnaud hat 187, Bill Gates hat nur noch 35, also 135, er selber hat nur noch 67, er ist ja geschieden und halbiert. Larry Ellison 130, Larry Page 124, Serge Brin 119, Mark Zuckerberg, der hat bloß 110,5 und Warren Buffett hat 104, also ne, ist halt so. Stand 28.10.2021. So, jetzt sage ich euch mal die wirklich Reichsten. Das war mal die Zeit Mansa Musa, die hatte 400 Milliarden. Die Familie Rothschild hat bloß 350 Milliarden, Rockefeller 310 Milliarden, Andrew Carnegie 310 Milliarden, Nikolai Androvich Romanov hat 300 Milliarden, Osman Ali Khan hat 230 Milliarden, Wilhelm der Eroberer 229,5 Milliarden, Muhammad
Al-Gaddafi hatte 200 Milliarden. Das war der Wissensstand am 3.8.2021. So, damit ihr mal so ein, ne, das sind gewiss, also 86 Familien, die Kohle haben, da geht es richtig zur Sache. So, wir, die keine Kohle haben, wir, die uns freuen, dass wir 20 Cent haben, mit 20 Cent freuen wir uns und dann gehen wir dahin, wo wir hin möchten. So, ich habe eine Abhandlung geschrieben. Die Abhandlung bringe ich auf den Weg. Die Anwälte, Rechtsanwälte, Staatsanwälte und so weiter, sie werden das bekommen. Ich werde das nochmal ausdrucken, weil ich hatte hier gerade Papierschaden. Also ich werde mich bemühen, denen das mal auf den Tisch zu legen. Ne? So, der neue Kapitalmarkt, die politische fiktive Handlung, die geboren wurde. Ich habe alles mal dabei gelegt. So, das ist das Schöne. So, das nennt man ja jetzt analog. Ihr seht es digital. Wenn ich jetzt Hot Points hier einbaue, wo ihr mit eurem Point anklicken könnt, werdet ihr weitergeleitet. Das kann man ja machen. Ich habe jetzt aber keine Hot Points, die ich dazu packen möchte, damit ihr weitergeleitet werdet. Die habe ich aber hier eingepflegt. Ich habe die hier eingepflegt. Das Problem ist, wenn ich die jetzt online versende, ja, ich versende die online, damit die die Textur, die ich hier habe, zusätzlich nochmal fundiere. Ja? Deswegen fand ich das so toll damals mit dem Computer. Ne? So, ich habe die Videoclips eingepflegt. Ich habe die Industrie 4.0 eingepflegt. Ich habe auch diverse andere, was auf uns zukommt, eingepflegt. Ja? In der sogenannten globalen Recherche. So. Ich habe auch gesagt, wo ich herkomme, was ich alles gemacht habe, damit die wissen, wieso, weshalb, warum. Ich meine, die Einleitung, es als Weihnachtsmann zu formulieren, warum nicht? Ich will ja nichts Böses. Also kein Video, was ihr von mir sehen werdet, ist ein böses Video. Leider habe ich nicht die Klientel, leider habe ich auch nicht den Zuspruch. Ich habe viele, die sind auch sehr teuer sind. Ich kann viele Schauspieler. Ich kann euch wirklich tatsächlich ganz viele Schauspieler, aber bin ich halt vermögenlos und da habe ich nichts von. Ob ich mir einmal auspicke, weiß ich nicht, aber mal eben 1.000, 3.000 Euro einem Schauspieler schenken, der dann irgendwann zänkisch werden kann. Ich habe ja drei zänkische gehabt aus Stromberg, die dann anfingen zu zanken und deswegen musste ich die in die Schranken weisen und von denen mich trennen. Es sind natürlich Schauspieler, die keiner kennt, muss ich einfach mal sagen. Der eine war gerade mal eine Nanosekunde zu sehen und hat dann gesagt, ich habe da mitgespielt, ich habe ihn gesucht, wirklich. Und dann kam er mal eine Nanosekunde und dann hat er natürlich mitgespielt, finde ich stark. Okay, er war halt im Kino zu sehen, aber Nanosekunde. Wenn man ein Nanosekunden-Schauspieler ist, noch nimmer es eine Hauptrolle, noch nimmer es einen Name, dann kann man nicht sagen, dass ich da mitgewirkt habe. Das kann man natürlich machen, intern, nicht vor laufender Kamera, einem Regie, hier, das habe ich gerade das und das gemacht, die Szenen wurden halt nur so und so genommen und dann kann man höchstens die Szenen zeigen. Aber meistens bekommen Schauspieler ja keine Szenen. Sie kriegen die also nicht mit nach Haus. Sie können also damit kein Showreel machen. Showreels müssen Schauspieler selber machen. Ist halt so, war schon immer so. Man konnte zwar da anrufen, da zu der Produktionsstätte, so auch wie hier. Wir können dann raussuchen, dann da ein Showreel und dann zukommen lassen. Gegen Gebühr, ist klar. So, wie gesagt, ich sitze jetzt hier vor meiner Regieeinheit und sie ist aus. Warum ist sie aus? Weil wir, wie gesagt, umprogrammiert werden, weil eine gewisse Kapitalmafia ist ja nicht mehr die Komorra in dem Sinne, sondern sie ist ja so unterwegs, dass sie einfach sagt, du störst also Geld und bist bezahlt oder das weggemacht. Das ist so, das war so, wird immer so bleiben. So, wir leben ja halt in einem Haifisch-Kapitalismus. Jeder frisst jeden, ja, und die Haifische schwimmen herum, ja, und das ist halt so und halten uns im Schach. Wir müssen halt die Haifische immer im Auge behalten, ne? So, und ist so. Ich habe also heute viele Gespräche, ich finde es hochgradig interessant, wenn viele im Netz reinhuschen, drin herumwühlen und dann irgendwelche Sachen, die für sie gültig, dann auspacken. So,
wir sind alles EU-Bürger mit deutsch abstimmig und so weiter. Ihr seid also abstimmig von dem, aber hier im EU-Bereich, steht da oben links demnächst, wir sind also EU-Zeichen, Bundesrepublik Deutschland, richtig ausgeschrieben und so weiter und so fort. Und dann steht drunter, wer du bist, Deutschland, Niederlande etc. oder auch PP. Ja, so, ich will euch nicht langweilen, das habe ich jetzt lang genug. Wie gesagt, der Weihnachtsmann vom Nordpol schreibt diesen Leuten, Staatsanwälten, Rechtsanwälten und so weiter, aber in den Vereinen. Ich werde vielleicht einige picken, muss ich schauen, ob ich es tue, weiß ich nicht. Aber ich habe. Also ich hab auch eine Abhandlung da liegen und diese Abhandlung will ich an sich gar nicht so aus den Händen geben, weil ein Kollege hätte das gern, kann er auch haben. Er kriegt dann halt die andere Abhandlung. Kann er ja dann mir sagen, ob er das recherchieren konnte oder nicht. Das Problem ist halt, ich habe einmal eine Online-Abhandlung gemacht, da gehen die aber nicht drauf ein, ist klar. Und einmal eine Abhandlung gemacht, zwecks Versenden. Na, also, die werden halt versendet. Und was soll man machen? Ich bin also gerne auf der Seite der Justiz, wenn die artig ist, wenn die konform ist und wirklich auf der Seite des wirklich tatsächlichen nothelfenden Bürger. Also wenn ein Kunde oder wenn ein Mensch Hilfe braucht, geht man ja da nochmal hin. Und wenn die in Ordnung sind, ist es in Ordnung. Aber meistens ist ja gar nichts mehr in Ordnung in der Welt der Haifische. Und die ich gerade genannt habe, weiß ich nicht. Sind das nicht auch schon Haifische? Ich weiß es nicht. Weil wenn schon zwei Verfassungsrichter plötzlich einen erzählen, ja, das ist unabdingbar, die Leute müssen, ja, woher nehmen die das Wissen? Woher nehmen die das Wissen? Wollt ihr mir erzählen, dass die beiden obersten Richter da, Volksrichter, wirklich tatsächlich sich bei den richtigen Ärzten, ob die wirklich bei den Ärzten für Aufklärung, bei den Polizisten für Aufklärung waren oder so waren, dass sie einfach nur der Merkel in den Mund sprechen, weil sie der Merkel angehören, ja? Es ist halt so. Es ist ja bewiesen, dass alle miteinander verschachtelt sind. Das ist halt so. Wer ist eigentlich noch auf der Seite des sogenannten Volkes, also des Bürgers in seinem Bundesland? 16 Bundesland, Föderalstaat, 2:4 Vertrag, hält es in Verträge. Man hat Verträge, dass man sie untereinander nicht macht. Adenauer war das Schlitzohr, das halt den NATO-Vertrag, die Bundeswehr wieder eingeführt und so weiter. Und sofort, aber Schlitzohre haben wir nicht mehr. Die wohlwollend uns was zugänglich. Wir haben also auch keine Pioniere mehr, die Industrie aufbauen, sondern Industrie Highway. Der Industrie Highway ist der Datenfluss. Jo, und jetzt mache ich Schluss.